Dann starten wir hier im Endeffekt in unsere Anwesenheitszeiten. Hier haben wir jetzt einfach die Anmeldung von der Emma. Und Sie sehen hier schon an der Übersicht, wir sehen hier direkt, wie viele Überstunden wir momentan haben, was wir im aktuellen Monat für geplante Stunden gesamt haben und wie viele Stunden bisher in diesem Monat gearbeitet wurden. Ich kann mir jetzt theoretisch auch noch mehr anzeigen lassen, was an meinem Arbeitsmodell, sage ich mal, noch zusätzlich hinterlegt ist. Das heißt Mindestarbeitszeiten, Höchstarbeitszeiten etc. Da kommen wir nachher aber noch dazu, weil diese Daten kann ich im Wesentlichen pro Arbeitszeitmodell oder aber auch direkt am Mitarbeiter hinterlegen und das im Endeffekt dann customizen. Durch das Einchecken und durch das Auschecken wird der Status neu gesetzt. Das heißt, es wird ein Posten, es ist wirklich wie eine Zeitbuchhaltung im Hintergrund, anders wie das normale Odoo-Modell. Es wird eine Postenzeile dazu neu geschrieben. Und diese Postenzeile ist das Letzte, was er sozusagen als Information hat. Wenn jetzt laufend während des Tages zum Beispiel weitere Zeit aufaddiert wird, weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin jetzt im Haus ist und arbeitet, dann ist das erstmal nicht zu sehen. Erst am Ende des Tages, wo dann wieder eine neue Zeile hinzukommt, die dann wieder einen neuen Status sozusagen bringt, dann sind diese Zusammenfassungen wieder aktualisiert auf den letzten Teil. Genau, hier sieht man jetzt eins, und zwar wird hier nach dem Grund gefragt. Das hat den Hintergrund, dass wir im Endeffekt jetzt abhängig oder von dem Arbeitszeitmodell verspätet anfangen zu arbeiten. Und dann fragt er mich eben nach dem Grund. Und dann kann ich hier sagen, ja, okay, ich hatte noch einen Kundenbesuch am Morgen und deswegen bin ich halt jetzt entsprechend später angemeldet. Und hiermit hat er jetzt dann auch die Anmeldung für den Mitarbeiter erstellt und die ja, Zeit läuft quasi für diesen Mitarbeiter. Und hier sehen Sie jetzt dann auch diese laufende Uhr, die aber noch keinen Posten erzeugt hat. Das heißt also auch erst dann, wenn ich wieder abmelde und zum Beispiel eine Pause ausstemple oder dann eben entsprechend wieder neu einstemple, wenn ich dann wiederkomme, dann eben wird das Ganze aktualisiert von diesen Zeiten unten. Genau. Es könnte aber auch über ein Terminal oder ein Tablet beispielsweise am Eingang abgebildet werden. Das ist dann auch kein Problem, Also das zu so haben wir das machen. bei uns im Unternehmen beispielsweise gemacht, dass wir wirklich an jedem Eingang ein Tablet aufgehängt haben und der ist dann in Verbindung mit dem System, der ist dann in der Vollscreen-Ansicht. Das heißt, der Mitarbeiter hat nur diese Maske und hat dann an der Stelle die Möglichkeit, sich an und ab. Genau, wir haben ein paar Tablets qualifiziert, die uns geeignet erschienen. Das hat man dann rumgesucht, bis wir da an der Stelle vernünftige Tablets gefunden haben, weil der Trick ist da an der Stelle die Browser-Situation. Dass die eben, wie gesagt, im Kiosk-Modus vernünftig laufen und dann auch entsprechend dann auch da drin bleiben und so weiter. Aber das, wie gesagt, ja, da können wir eine Empfehlung geben, aber das ist nicht das einzige Gerät. Also, was sich zum Beispiel auch eignet, aber setzen wir jetzt nicht ein, wären Apple iPads. Das war uns einfach an der Stelle zu kostenintensiv. Deswegen haben wir an der Stelle auch eine etwas günstigere Lösung gesetzt mit einem Windows-Betriebssystem. In dem Fall sind das Geräte von der Firma Wortmann. TerraPad heißen die und die waren für uns geeignet. Also es ist eine WLAN-Verbindung direkt zum Server. Das heißt mit anderen Worten, direkt wenn der Server angesprochen wird, ist die Maske da und schaut dann eben entsprechend so aus, dass der wirklich dann entsprechend schon bereits fertig angemeldet ist. Das ist ein Service-Account im Hintergrund, der das Ganze entsprechend abbildet und der jeweilige Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat dann eben, wie gesagt, die Möglichkeit, sich anzumelden und auch abzumelden. Wir haben das kombiniert noch mit einem RFID-Chip. Das heißt, mit anderen Worten, es ist an dem Tablet. Das war auch eine von diesen Besonderheiten noch eine Schnittstelle mit dran, eine USB-Schnittstelle, mit dem wir einen RFID-Kartenleser mit angeschlossen haben. Und mit dem RFID-Chip ist eben, wie gesagt, die Möglichkeit da, die Mitarbeiter unkompliziert und einfach dann zu identifizieren. Dann entfällt übrigens auch dieses Anklicken, Abmelden oder Anklicken, Anmelden. Das entfällt dann, weil natürlich der RFID-Chip erkannt wird. Und dann entsprechend das Ganze automatisieren passiert. Das heißt, wir sind jetzt angemeldet im Büro angekommen und würden jetzt im ersten Schritt mal die neue Mitarbeiterin, und zwar die Abigail Peterson, mit dem Vertrag ausstatten. Was man hier jetzt in der Übersicht vom Personal schon sieht, ist zum einen hier dieser grüne Punkt. Das heißt, man sieht, der Mitarbeiter ist halt jetzt auch im Haus. Wir haben uns ja gerade angemeldet und dementsprechend läuft auch die Anwesenheit. Hier die Abigail Peterson können wir mal uns im Detail auch anschauen. Blende mal den Chatter hier aus. So, da sehen Sie jetzt schon im Wesentlichen die Informationen, die haben wir für die Kollegin schon gesammelt. Man sieht jetzt hier die generellen Angaben zu ihr, beziehungsweise auch hier die Möglichkeit, beispielsweise für den Lebenslauf, den zu hinterlegen oder auch eben bestimmte Fähigkeiten und Skills.
die komplett frei konfigurierbar sind im Endeffekt, um welche es sich da handelt und auch mit den entsprechenden Stufen, wie gut der Mitarbeiter den jeweiligen Bereich dann auch beherrscht. Gut, genau. Hier die sagen wir, generellen Informationen, dann Arbeitsinformationen. Das sieht man jetzt hier im Moment noch keine Hierarchie vorhanden. Wir haben den Mitarbeiter ja noch neu, das wird sich dann gleich nochmal ändern. Das heißt, ich kann hier aber die Arbeitsadressen beispielsweise hinterlegen. Dann eben noch die Arbeitszeitmodelle und auch Schichtdetails, das sehen wir später auch nochmal. Und dann natürlich auch noch die privaten Informationen für den jeweiligen Mitarbeiter. Die anderen Punkte überspringe ich, da kommen wir nachher nochmal dazu. Das heißt, in dem Fall wollten wir ja einen Vertrag anlegen und kurzer Hinweis an der Stelle, Sie sehen hier vielleicht Docs Mitarbeiter seid. Wir haben das jetzt hier nicht eingerichtet, allerdings als Hinweis, wir hatten vorher ETS Easy Docs als Produkt, sprich Dokumentenmanagementsystem angesprochen. Das ist hier integriert, das heißt, ich könnte für so einen Mitarbeiter auch eine Personalakte anlegen und dann auf eine Seite im Dokumentenmanagementsystem verlinken. Gut. Wir haben hier die Verträge und wollen da an der Stelle dann auch einen neuen anlegen. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach mal Standard 40-Stunden-Vertrag. Wir haben hier die Abteilungen mit drin, die Daten kommen schon rein. Wir sagen einfach mal rückwirkend zum 1.5. und der Vertrag ist mal nicht befristet. Genau, Standard 40 Stunden, Urlaubsanspruch 20 Tage. Und dann nehmen wir auch unsere Emma Schneider mal als Personalverantwortliche mit rein und könnten, sagen wir jetzt einfach mal hier, die Dame verdient jetzt 4.500 Euro und haben somit jetzt hier die Arbeitszeitmodelle quasi mit nochmal hinterlegt und den Urlaubsanspruch dafür. Ich kann den Vertrag jetzt hier auch entsprechend auf laufend setzen. Und wenn ich jetzt zurück in die Kanban-Übersicht gehe, dann sehe ich, dass ich hier meinen neuen Vertrag erstellt habe und auch am Mitarbeiter sehe ich jetzt hier, dass dieser Vertrag laufend ist mit Startdatum 1.5. Dann zurück zu unserem Case. Wir haben hier die Frau Petersen mit einem Vertrag ausgestattet und was jetzt hier auch dazugekommen ist, ist ein Eintrag im Urlaubsjournal. Das heißt, wir sehen hier, es ist berechnet worden und zwar für das Jahr 2021. Vertragsanpassung und zwar Urlaubstage 13. Das sehen wir jetzt hier und wir sehen es auch an den HR-Einstellungen, an Urlaubsanträgen. Da finden wir jetzt nämlich den aktuellen Urlaubsanspruch der Dame und das sind hier 13 Tage. Und wenn Sie sich erinnern, im Vertrag hatten wir 20 Tage angegeben. Das heißt, der wird halt dann auch entsprechend anteilig berechnet auf die Vertragslaufzeit. Ich kann aber im Wesentlichen natürlich über diese Urlaubsjournale auch manuell Einträge erstellen, das heißt den Anspruch hier verändern. Beziehungsweise kann ich das auch am Mitarbeiter, wenn man hier schaut, aktueller Urlaubsanspruch, Zusatzurlaub, die kann ich auch mit entsprechender Berechtigung verändern. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, er kriegt nochmal einen Zuschlag von, und da hatten wir auch eine Frage dazu, 0,5 Tagen. Okay. Und kann die quasi hier ergänzen und schon habe ich hier 13,5 Tage quasi, die der Mitarbeiter Urlaubanspruch hat. Das Ganze natürlich auch für Zusatzurlaub wie ja, Behindertenzuschläge oder ähnliche Sachen oder Umzug. Das kann ich dann auch über diese Aktualisieren-Funktion machen. Und auch hier wird ein Journal mitgeschrieben, was wir vorher angesprochen hatten. Sie sehen jetzt hier, Sondervereinbarung kam hier noch mit dazu, ein halber Tag. Das heißt, es wird so verfahren wir mit Urlaubstagen, Urlaubsanträgen, Überstunden, sodass wir jederzeit eigentlich die Möglichkeit haben, auch zum einen nachzuverfolgen, aber zum anderen auch halt den Stand zu einem bestimmten Datum nachzuverfolgen können, weil das ist nämlich in Odoo-Standards relativ schlecht, weil es immer on time kalkuliert wird. Das heißt, da kann ich dann oftmals nicht sagen, wie die Überstunden sowieso nicht, wie der Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt gewesen wäre.
die 20 Tage sind ja am Vertrag hinterlegt. Das heißt, würden wir jetzt quasi in das neue Arbeitsjahr kommen, dann sieht man auch hier an den Urlaubsanträgen, Sie sehen ja Urlaub Folgejahr. Das ist beispielsweise eine konfigurierbare Berechnung hier an der Stelle. Ich kann sagen, dieser Urlaub fürs Folgejahr soll berechnet werden im Juni, im September, was auch immer. Ja, das können Sie einstellen. Und dann wird zu dem Zeitpunkt hier berechnet, aufgrund des Vertrages, wie viel Urlaubsanspruch die Dame dann 2022 hat. Und hier würden dann natürlich 20 Tage stehen, so wie im Vertrag. Und Hintergrund dieser ganzen Konstellation ist im Wesentlichen, dass Sie halt schon im aktuellen Jahr Urlaubsanspruch für das Folgejahr geltend machen können. Also viele Unternehmen wollen ja eine komplette Urlaubsplanung realisieren fürs Folgejahr und bis zum Jahresende muss die beispielsweise abgegeben sein. Dafür ist diese Funktion da. Das ist, wurde von uns entsprechend erweitert. Das kommt auch aus dem großen Wikimedia-Projekt im Wesentlichen, wo dann eben für einen Urlaubsantrag beispielsweise im Juni 2022 dann eben der Urlaub vom Folgejahr genommen wird und nicht der aktuelle Urlaubsanspruch. Weil der aktuelle Urlaubsanspruch, Sie sehen es hier, ist beispielsweise halt nur bis zum März 2022 gültig. Und da hängen halt viele verschiedene Funktionen noch mit dran, dass ich eben sagen kann, wann verfällt er denn zum Beispiel zum 31.03. Bleiben wir mal dabei. Dann kriegt der Mitarbeiter noch eine Information einen Monat vorher, du hast noch folgenden Resturlaub, bitte abbauen bis. Der kann dann tatsächlich auch verfallen, wird dann quasi genullt zum 31.03. vom Vorjahr. Und damit ergibt es dann eben hier eine komplette Berechnung der Urlaubszeit. Aber wenn Sie jetzt abweichende Situationen haben, das heißt, wenn Sie zum Beispiel sagen, bei sich im Unternehmen gilt der Urlaub beispielsweise nicht bis März, sondern er muss mal beispielsweise schon zum Stichtag, zum Jahresende abgenommen worden sein oder auch er gilt länger, dann ist das eine Sache, die wir natürlich mit der Lösung abbilden können. Da müssen wir halt selbst an der Stelle ran, weil wir es nicht konfigurierbar gestaltet haben. Heißt mit anderen Worten, wir müssten mit einer sehr, sehr schnellen Programmierung das entsprechend übergehen, wie es jetzt sozusagen hier dargestellt ist. Also sowohl wie der Stand des Urlaubs bei Arbeitsantritt wäre, wenn Sie sagen, nee, der soll nicht anteilig berechnet werden aufs Kalenderjahr hinbezogen, sondern er soll den ganzen Urlaubsanspruch bekommen oder sie soll den ganzen Urlaubsanspruch bekommen, hier die 20 Tage also schon für das laufende Jahr, dann wäre das genauso eine Sache, können wir auch dann so konfigurierbar gestalten, dass Sie das haben möchten. Wir haben es jetzt nicht gemacht, weil es relativ häufig gepasst hat, aber wie gesagt, das ist natürlich, wie Sie schon richtig sagen, immer wieder verschieden und es gibt auch gesetzlich manchmal verschiedene Regelungen. Wir haben hier Urlaubsanträge, glaube ich, erstmal klar. Dann haben wir hier noch die HR-Einstellungen. Hier sieht man auch nochmal den Vertragsbeginn und man sieht hier auch die vorher angesprochenen Themen wie RFID-Cardcode für die Zeiterfassung. Ich kann auch hier eine Ausweis-ID im Endeffekt erstellen, die generiert das System automatisch. Und könnten wir hier dann auch direkt den neuen Ausweis für die Mitarbeiterin ausdrucken. Genau, okay. Also das ist im Wesentlichen die Version eben, wo man sagt, okay, ich habe einen Barcode, kann ihn scannen. Oder eben, Sie sagen, ich hinterlege dann eben einen RFID-Cardcode. Und den kann ich dann eben für den Scanner dann auch benutzen. Also das ist eigentlich relativ simpel, wie das Ganze hier dann auch hinterlegt werden kann. Gut, dann können wir die Sachen hier mal speichern. Und ich gehe mal zurück auf die Ansicht und jetzt suchen wir uns mal hier unsere aktuell angemeldete Mitarbeiterin aus, die Emma Schneider. Hier sehen wir auch, die ist ja schon quasi laufend im Vertrag. Hier sieht man dann auch entsprechend das Organisationschart dazu, je nachdem, wen ich halt hinterlegt habe. Hier in dem Fall der Vorgesetzte, der Erwin Fischer. Und was ich Ihnen hier noch kurz zeigen wollte, ist die Möglichkeit, die Arbeitszeiten zu konfigurieren. Das hatten wir eingangs gesehen bei der Anmeldung. Da wurden wir beispielsweise gefragt, nach einem Grund, das kann ich hier konfigurieren, und zwar auch abhängig von einer bestimmten Toleranzzeit. Das heißt, hier ist eine Stunde. Also wenn ich im Arbeitszeitmodell hinterlegt habe, dass ich um 8 Uhr beginne, dann würde er ab 9 Uhr hier beispielsweise fragen, warum ich jetzt verspätet angefangen habe.
Das sind alles Kann-Einstellungen. Das muss ich nicht tun, genauso wie Mindestarbeitszeit oder Höchstarbeitszeiten. Das sind dann Dinge, die entsprechend in der Protokollierung der Anwesenheitszeiten berücksichtigt werden. Genauso wie eben die Möglichkeit von automatischen Pausenzeiten, die ich abziehen kann. Ja, ist tatsächlich eine Anforderung auch aus dem Projekt gewesen. Und auch die automatische Abmeldung. Die wiederum ist sehr sinnvoll. Kann man natürlich schnell vergessen, dass man rausgeht und sagt, oh, jetzt habe ich es vergessen und dann läuft die Zeit seit gestern Abend. Das kann man konfigurieren, dass man beispielsweise 2 Stunden nach dem eigentlichen Arbeitsende gemäß Arbeitszeitmodell dann auch abgemeldet wird vom System. Genauso hier wie im Bereich der Überstunden. Das heißt, man kann hinterlegen, wie viele Überstunden pro Tag lasse ich denn maximal zu oder auch wie viele Überstunden gesamt maximal erlaubt sind. Ja, dann wird einfach alles, was über diese Zahl hinausgeht, nicht dem Mitarbeiterkonto gutgeschrieben. Und ich kann auch konfigurieren, dass die Überstunden beispielsweise verfallen. Also ich könnte auch sagen, ja, das Ganze verfällt dann eben zum Ablauf des Monats oder x Tage nach, nachdem diese Überstunden quasi angefallen sind. Solche Sachen kann ich hier komplett pro Mitarbeiter oder am Arbeitszeitmodell generell hinterlegen. Und auch hier die Abfrage nach dem Arbeitsort. Oftmals ist es ja so, dass viele Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden. Dann kann ich auch noch zusätzlich den Arbeitsort abfragen, wenn sich der Mitarbeiter im System dann noch anmeldet. Dann haben Sie hier noch eine Reihe von Einstellungen. Wir hatten uns vorher schon kurz die Verträge angeschaut. Hier an die Mitarbeiter haben wir auch noch Überstunden, wie Sie sehen. Das heißt 27,01 Überstunden. Und das ist jetzt auch genau das Thema wie vorher. Das heißt, für jeden Eintrag oder für jeden Anfall von Überstunden haben wir einen eigenen Journaleintrag. Das heißt, man sieht hier beispielsweise 2 Stunden Überstunden. Das heißt, die Mitarbeiterin hat gegebenenfalls an einem Arbeitstag, an dem sie 8 Stunden arbeiten hätte sollen, 10 Stunden gearbeitet. Oder aber sie hat vielleicht an einem Tag gearbeitet, der laut Arbeitszeitmodell gar nicht zu ihren eigentlichen Arbeitszeiten gehört. Dann wird dafür ein entsprechender Überstundeneintrag erzeugt. Gut, und dann haben wir hier eben noch die Buchungen der Anwesenheitszeiten. Man sieht es ja auch. Das heißt, hier sehe ich tatsächlich alles im Sinne von Buchungen, die ich quasi über die Arbeitszeiterfassung gemacht habe, Buchungen, die aus einem Urlaubsantrag oder aus Überstunden angefallen sind. Also hier habe ich quasi die ganzen Daten zu der Anwesenheit oder Abwesenheit auch eines Mitarbeiters und dementsprechend alle Informationen auch zur Verfügung. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz die Anwesenheitszeiten nochmal an. Wir sind hier immer noch angemeldet. Man sieht es jetzt auch, heutige Arbeitsstunden 0,38, zählt er hier ein Stück weit hoch. Und mit Managerberechtigung habe ich hier natürlich noch weitere Optionen offen. Das heißt, ich sehe hier meine Anwesenheiten oder generell auch Anwesenheitszeiten von Mitarbeitern oder auch Fehlzeiten von Mitarbeitern. Die kann ich mir auch anzeigen lassen. Im Wesentlichen wird hier gegen das Soll-Arbeitskontingent quasi geprüft von einem Mitarbeiter. Und wenn es beispielsweise hier heißt, der Marc Demo, nehmen wir mal, der hätte am 4.5. 8 Stunden arbeiten sollen, aber es gibt dafür keinen Zeiteintrag, dann finde ich diese Werte hier. Einfach aus dem Grund, dass man die korrigieren kann, ist es vergessen worden, es liegt keine Krankmeldung vor, es liegt kein Urlaubsantrag vor oder er hat schlichtweg außer Haus gearbeitet und konnte sich noch nicht erfassen, dann werden diese Sachen hier doch mal übersichtlich dargestellt und können dann im Wesentlichen bereinigt werden. Änderungsanfrage ist jetzt genau der Fall. Also wenn man jetzt beispielsweise den Fall hatte, dass man außer Haus war, nicht buchen konnte oder man hat eben vergessen, sich abzumelden und hat deswegen eine erhöhte Zeit da drin, dann kann ich über eine Anwesenheitsanfrage, die kann ich hier neu erstellen oder ich mache hier mal eine bestehende auf, kann ich dann sagen, hier möchte ich die Zeiten
für mich am 19.04. verändern. Und zwar einchecken, hatte ich jetzt 12.15 Uhr gesagt, aber ich habe mich eigentlich nicht um 20.50 Uhr abgemeldet, sondern das war dann der automatische Prozess. Eigentlich war ich schon um 18.50 Uhr weg und kann das Ganze hier dann hinterlegen und sagt entweder ein neuer Eintrag, ja, das hatte ich irgendwie, hätte ich vorher zeigen müssen. Entweder ich kann einen bestehenden Eintrag bearbeiten, dass ich sowas habe, wie gerade eben gesagt. Das heißt, da am 16.04. bin ich hier 12.15 Uhr eingecheckt worden, aber eigentlich war ich nicht bis 21 Uhr da, sondern ich bin schon um 19 Uhr gegangen. Dann kann ich hier gegebenenfalls noch sagen, warum. Ja. Abmeldung vergessen. Und kann das dann speichern. Und der Vorgesetzte, ich bin jetzt natürlich beides, damit ich hier nicht mit den Accounts wechseln muss, der Vorgesetzte hat dann eine Anfrage dazu in den Anwesenheitsanfragen und kann diese dann bestätigen. Und damit wird dann auch der Zeiteintrag für den jeweiligen Tag geändert. Das heißt, das kann ich für Bestehende machen oder Sie haben es auch gesehen, ich kann das quasi dann für neue Zeiteinträge machen, wenn ich sage, okay, an dem Tag war ich nicht im Haus, das muss ich rückwirkend noch erstellen. Gehen wir jetzt auch kurz drauf, weil wir die ganze Zeit schon vom Arbeitszeitmodell sprechen, damit man sich vielleicht auch mal ganz hier vorstellen kann. Und zwar haben wir jetzt hier beispielsweise mal Frühschicht 40 Stunden erfasst und dann sehen Sie hier im Wesentlichen schon, wie Sie die Einträge machen können. Das heißt, Sie können sagen Montag, Tageszeitraum unterscheiden zwischen Vor- und Nachmittag und können dann auch sagen, ja, von wann bis wann eigentlich die Kernarbeitszeit ist. Und damit haben Sie auch die Konfiguration der Arbeitszeit, die ich vorher am Mitarbeiter gezeigt habe, am Arbeitszeitmodell dran. Das heißt, Sie sehen hier tatsächlich, Sie können das für das komplette Arbeitszeitmodell vorgeben, dass das für alle Mitarbeiter automatisch auch gültig ist. Also Sie müssen das nicht an jeden Mitarbeiter hinterlegen, sondern wenn Sie hier sagen, ich habe hier immer eine Mindestarbeitszeit von 6 oder Höchstarbeitszeit von 10 Stunden und ich erlaube keine Überstunden oder die verfallen zum Monatsende, dann gilt es für jeden, der dieses Arbeitszeitmodell konfiguriert hat. Sie können es sogar so einrichten, dass Sie sagen, nehmen wir mal das 38 Stunden, dass Sie sagen hier, und zwar gibt es einmal Montagmorgens, das heißt Vormittag ist von 8 bis 12, dann ist eine Stunde Pause und dann geht es weiter am Nachmittag von 13 bis 16, ja 36 in dem Fall, weil es 38 Stunden sind. Und dann errechnet der mir auch eine durchschnittliche Arbeitszeit pro Tag. Und das können Sie eigentlich, Sie sehen ja, wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle gehabt, können Sie hier relativ schön sehen. Und, das habe ich jetzt nicht erklärt, wenn Sie hier dann beispielsweise auch auf die Abwesenheit gehen, dann sehen Sie auch, welche Mitarbeiter dieses Arbeitszeitmodell zugewiesen haben und wann die abwesend sind. Nochmal zurück vielleicht kurz zu den Berichten. Da hatte ich jetzt schon zwei gezeigt. Also hier, die können Sie natürlich auch noch beliebig erweitern. Wir hatten jetzt hier das Datum pro Monat. Das Ganze können Sie runterbrechen auf den Tag. Macht jetzt in dieser Ansicht vielleicht wenig Sinn. Dann sagen wir hier mal, wir nehmen alle Werte raus und dann kriegen wir hier mal den Mitarbeiter. Und dann nehmen wir hier das Datum pro Tag. Und dann sehe ich hier relativ schön für den April, wie viel gearbeitet war. Und hier sehen Sie geplant 7,36. Das hatten wir gerade im Arbeitszeitmodell auch gesehen. Und dann sehen Sie hier auch den Unterschied, sprich wie viel mehr oder auch gegebenenfalls wie hier weniger gearbeitet wurde. Ich habe es jetzt hier eingeschränkt auf meine Anwesenheiten. Das Ganze kann man natürlich dann auch entsprechend löschen, um es dann auch für andere Mitarbeiter sich anzeigen zu lassen. Genau, da sieht man es jetzt. Wir hatten eben über die Daten dann noch hier auch andere Einträge zum Teil. Und das können Sie eben filtern für vorheriger Monat, aktueller Monat. Gehen wir mal nur auf den vorherigen. Und können das Ganze dann auch eben noch weiter filtern und sich die Daten aufbereiten. Das müssen Sie auch nicht immer wieder tun. Ja, das können Sie sich ja, wie es in Odoo typisch ist, auch entsprechend speichern.
damit Sie den Report dann auch immer in gleicher Ansicht vorliegen haben oder Sie legen sich den sogar auf Ihr Dashboard. Was noch interessant ist, gut, die Anwesenheitsauswertung, das ist jetzt hier nochmal eine grafische Ansicht. Wir sehen es hier im Endeffekt, wo ich die durchschnittlichen Arbeitszeiten habe von den Mitarbeitern. Auch hier wieder die Ansicht nach Anwesenheitsarten bzw. Journalen, das heißt hier normale Anwesenheiten, hier Jahresurlaub. Da sehen Sie die Zeiten auch nochmal alle. Und was natürlich auch interessant ist, ist der Druck, sage ich mal, der Anwesenheit oder Arbeitszeiten. Das ist ja auch mittlerweile fast verpflichtend. Das heißt, Sie können hier sagen, ich möchte für den April mir einen Arbeitszeitnachweis drucken, und zwar entweder dann für alle Mitarbeiter oder eben jetzt in dem Fall möchte ich wieder nur die Emma sehen und wähle mir die hier aus. Ich kann dann sagen, jetzt drucke ich mir dazu einen PDF-Report. So. Und dann sehe ich hier nämlich auch den Zeitraum, den ich gewählt habe, den Mitarbeiter, und sehe dann auch, welches Datum, theoretisch Arbeitsort, wenn ich ihn hinterlegt hätte. Ich sehe den Typ, also hier ganz normale Anwesenheiten, auch Zwischensummen pro Tag. Und würde dann hier auch bei Besonderheiten, Sie sehen es hier, Berliner Büro, Außenstelle 1, Kundenbesucher morgen, sehen Sie dann diese Begründungen, die wir anfangs bei der Anmeldung gewählt hatten, auch. Und natürlich sehen Sie dann die Gesamtzeit für diesen gewählten Zeitraum. Den können Sie, wie gesagt, auch für mehrere Mitarbeiter auf einmal ausstellen, wenn Sie sagen, ich möchte es mir jetzt einfach ablegen. Dann ist das hier natürlich absolut möglich. Das Ganze geht auch als Excel. Das heißt, Sie hätten dann einfach ein Excel-File, das Sie dann auch noch bearbeiten könnten, wenn Sie dann noch den Daten dann entsprechend was weitermachen möchten. Das Thema Schichten, das reiht sich jetzt ganz gut ein in den Bereich, den wir vorher gesehen haben mit den Arbeitszeitmodellen. Es ist jetzt, startet hier mit einer Kalenderansicht und ich sehe jetzt hier meine Schicht im Mai. Das heißt, da habe ich wohl noch nicht wirklich was, also kann ich an der Stelle mal umstellen hier auf alle Schichten und dann sehe ich hier plötzlich schon ein paar Einträge und zwar von dem Herrn Fischer und von der Doris Cole. Und da können wir jetzt auch mal die neue Mitarbeiterin beispielsweise mal eintragen und sagen, okay, und zwar für die Spätschicht nehmen wir jetzt mal die. Ja, also Sie können es hier für Abteilungen quasi auswählen. Sie können quasi Schichtpläne für ganze Abteilungen machen oder aber hier für den Mitarbeiter. Und da wollten wir die Abigail, die ist ja neu, die macht gleich mal die Spätschicht. Und zwar in dem Fall, sagen wir jetzt mal vom 1.6. bis, Sie sehen, Sie können es tageswochenweise einplanen. Ich mache es jetzt mal für den ganzen Monat und sage hier an der Stelle erstellen. Und wechselt dann hier in der Ansicht, Sie sehen es ja hier auch Wochenansicht, Monatsansicht. Und wenn ich jetzt rübergehe, dann sehe ich jetzt hier auch die Planung von der Abigail, die wir gerade hinzugefügt haben. Und so können Sie im Endeffekt relativ schnell eine Schicht ergänzen, haben aber auch die Möglichkeit, über eine erweiterte Schichtplanung hier im Wesentlichen diverse Einträge zu machen. Das heißt, Sie können hier mit diesem Schicht-Template, nennt sich das, sagen, ich möchte auf Mitarbeiterebene gleich mehrere Einträge erzeugen, also nicht alle einzeln, sondern ich sage hier an der Stelle beispielsweise hier die Frühschicht, macht dann die Anita Oliver und zwar dann vom 17. bis zum 21. Und dann speichern und schließen. Hier den hatten wir schon. Und damit können Sie jetzt mehrere Zeilen anlegen und sagen, ich plane mir das alles durch. Muss ich hinterlegen, ist richtig. Und dann kann ich auch die Schichten von hier im Endeffekt dann für alle Zeilen erstellen, die ich da drin hatte. Und hier sieht man jetzt auch den Eintrag, der hier dazu gekommen ist. Das heißt, ich habe hier sämtliche in einer Übersicht. Ich sehe es aber auch hier in einer gruppierten Ansicht nochmal. Und kann dann hier natürlich auch filtern, dass ich sage, okay, ich möchte nach bestimmten
Abteilungen beispielsweise filtern, dass sie sagen, okay, ich nehme mal wieder die Developer und dann werden halt alle Mitarbeiter, die nicht dieser Abteilung zugehören, dann auch entsprechend aus meiner Ansicht rausgefiltert. Was natürlich dann auch noch der Fall ist, wir gehen nochmal zurück an den Mitarbeiter, durch das Personal. Da hatten wir anfangs bei der Abigail Peterson, bleiben wir mal bei ihr, gehen wir nochmal zurück auf die HR-Einstellungen, Entschuldigung, auf die Arbeitsinformationen. Da finden wir jetzt nämlich auch die Schichtdetails, und zwar sehen wir jetzt, dass die in der Spätschicht vom 1.6. bis 30.6. eingeteilt ist. Gut, dann im Wesentlichen, ja, wir hatten schon 27 Überstunden, haben jetzt auch schon wieder einiges gearbeitet heute. Das heißt, in dem Schritt könnten wir dann der Emma Schneider nochmal Urlaub gewähren, dass sie nochmal Überstunden abbaut. Das heißt, Sie sehen jetzt hier das Dashboard zu den Urlaubsanträgen bzw. der Kalenderansicht. Hier können Sie auch umschalten auf die Listenansicht und sehen dann einfach die alle Urlaubsanträge für den Mitarbeiter mit dem jeweiligen Status hier auch dazu. Und hier nochmal der Hinweis, Feiertage, Sie sehen es hier, die sind im Wesentlichen importierbar, können aber auch manuell angelegt werden. Und von dem her, ja, ist es eben auch konfigurierbar. Das war eine Frage aus einer E-Mail auch noch, die mir gerade einfiel. Die Abwesenheitstypen noch ganz kurz, das sind im Wesentlichen die unterschiedlichen Urlaubsmöglichkeiten oder Journale. Wollte ich Ihnen zeigen, weil da auch oft die Frage kam. Und zwar haben Sie hier an der Konfiguration dieser Urlaubsarten, nenne ich es jetzt einfach mal, verschiedene Möglichkeiten. Und da sehen Sie auch beispielsweise, wie Sie Urlaub gewähren können, sprich tagesweise, halbtagesweise, stundenweise und dementsprechend auch, ja, quasi, ob der limitiert ist eben oder ob der über seinen Urlaubsanspruch auch hinausgehen darf, ja, Feiertage auszuschließen und so weiter. Durch wen die Genehmigung im Endeffekt, ja, falls eine nötig ist, ja, gemacht werden muss und so weiter. Also hier können Sie, sage ich mal, relativ komfortabel pro Urlaubstyp konfigurieren, wie das Ganze dann für die Mitarbeiter auch dargestellt werden soll. Genau, nehmen wir einfach hier nochmal den Urlaub, und zwar, Sie sehen es hier, die verschiedenen Möglichkeiten, und zwar, da möchte ich jetzt Überstunden abbauen. Oh, gut, habe ich wieder zwei, das waren wohl meine Demo-Daten. Und da sieht man jetzt schon am 5.5., ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte einen halben Tag, dann berechnet er mir halt auch 4 Stunden dafür. Und dann habe ich jetzt hier auch meinen aktuellen Überstundenstand und kann das Ganze hier dann auch entsprechend speichern. Und meine Urlaubsanträge sehe ich dann auch, jetzt ist ein neuer dazugekommen, der ist zur Genehmigung noch. Ja, ich kann ihn jetzt natürlich, weil ich entsprechend also mit Berechtigung ausgestattet bin, auch selbst genehmigen. Das tue ich jetzt auch. Oh, okay. 5.5. Ja, okay, war natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Machen wir mal die nächste Woche, genau, Vormittag und genehmige den. Und dann sieht man jetzt hier auch, die 4 Stunden sind jetzt automatisch von dem Arbeitszeitkonto auch abgezogen worden. Und das heißt, wenn ich jetzt am Mitarbeiter auch nochmal reinschaue, dann sehe ich jetzt hier auch noch meine 23 Überstunden dazu. Und auch vom Datum her sehe ich jetzt, dass eben für den 12.05. ein Urlaub, und zwar über 4 Stunden drin ist, der eben diese Überstunden dann auch entsprechend reduziert hat. Und kann natürlich hier auch entsprechend noch die Abwesenheitszeiten mir anschauen von den, also meine Mitarbeiter, hatten Sie gesehen, war vielleicht erstmal der Filter drin. Wenn ich das lösche, würde ich theoretisch alle Mitarbeiter sehen von den entsprechenden Abwesenheitszeiten oder auch hinsichtlich der Urlaubsansprüche sehe ich dann eben hier Jahresurlaube, Elternzeit, Überstundenabbau, mit welchem Status oder auch
die gegebenenfalls halt noch hier zu bestätigen sind. Das habe ich hier alles in der Übersicht mit drin und kann mir das Ganze dann natürlich auch noch auswerten lassen. Zum einen nach Gruppen, also nach Abwesenheitstypen oder eben auch nach Mitarbeitern. Und da habe ich dann auch wieder die Möglichkeit umzustellen auf die Pivot- bzw. Tabellenansicht für die Darstellung.